Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Und zwar, ja, ich muss jetzt nochmal erklären, weil ich die Folge eben löschen musste, weil OBS wiederum gespackt hat. Ich probiere das jetzt mal mit der Facecam auf eine andere Art und weiß nicht, ob das klappt so. Ja, wie gesagt, ich habe heute keine Folge und ich wollte jetzt heute nicht am Donnerstag nur nicht noch Staffel 3 Life is Strange anfangen. Das werde ich dann nächste Woche wieder weitermachen. Deswegen kommt diese Woche leider für euch kein weiteres Life is Strange Video, aber diese läuft heute, weil ich will mit Kings auf, wie ihr seht, ich bin Level 6. Ich will mit Kings Level 7 werden. Und deswegen, ja. Alter, ey. Ich weiß nicht, ich mag Kling nicht als. Und ich bin tot. Ich mag Kling einfach nicht als gegnerischen Champion. Weißt du, natürlich in der Folge kriege ich wieder solche Assi-Champions. Ich wollte eigentlich Pick und Bann mit aufnehmen, ist auch nichts geworden. Ich glaube, ich gehe back, das ist mir zu risky. Ich glaube, ich bin einfach safe, das ist einfach das Beste. Und den Stargard im Botlane. Wir sind der Stargard im Botlane. Ich habe mich gekauft. Lass mal. Wir lassen es unkommentiert einfach am besten. Das ist. Was ist das Grüne denn da? Hä? Ach, Ivan! Wir haben ja Ivan, okay. Habe ich nicht mitgekriegt. So. So. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen konzentrieren. Jetzt läuft das hier nämlich gar nicht. So, ich will nämlich meinen Level 7 Marker. Das wäre. Weil ich das ja nicht mit aufnehmen kann, die Enddings. Weil das Programm dafür, also Fraps einfach ein bisschen kacke dafür ist. Deswegen werde ich am Ende einfach reinschneiden, ob ich sie gekriegt habe oder nicht. Ich probiere mich ein bisschen an der Dings hochzufieden und ja. Dann den Chin ein bisschen zu umgehen. Wir haben auch einen Support, der ist auch deutsch. Und er hat aber seit 4 Wochen nicht gespielt, laut dem, was er im Chat zumindest geschrieben hat von der Pick and Bun. Deswegen, I don't know, wie das jetzt läuft. Ich hoffe mal gut, weil ich will echt meine S-Marker. Aber ich habe vorhin auch mega reingesackt und habe ich so eine gewonnen und habe auch eine S-Marker gekriegt. Das war also optimal eigentlich. Jetzt gucke ich meine Tastatur. Das ist nicht so. Ich muss mal so ein fettes Mauspad mir besorgen. Ich habe dann so ein kleines. Dann rutscht das wahrscheinlich auch nicht und das wäre ganz optimal. Alter, die macht. Weißt du, dann noch so ein Assi-Support? Ich weiß nicht. Das ist. Es wird interessant, das Spiel hier unten auf Botlane. Vielleicht kommen wir auch mehr am Late. Also, ich probiere jetzt echt nicht den Chin. Monstermäßig zu fliegen. War gut. Hätte ich nicht gekriegt, deswegen auf jeden Fall Wurf. Natürlich gut Job, wurde gut gemacht. Ja, hey. Die Wave fahren wir noch. Okay, den letzten habe ich nicht gekriegt. Ich bin noch ein bisschen am Üben mit Kings, muss ich sagen. Also, obwohl ich schon Level 6 bin, ich bin ein bisschen mit Üben dran. Ich beherrsche nicht perfekt. Also, ich beherrsche nicht so gut wie meine Alois. So, ich gucke mal das. Ja. Warte mal, jetzt kann ich natürlich wieder lauter machen. Damit ihr ja auch was hört. Ja, warum heute keiner da ist, I don't know. Ich wollte eigentlich heute mit Nick Dead by Daylight aufnehmen, damit wir heute noch eine Dead by Daylight Folge haben, aber war nicht drin. So, falls ihr das Bunte im Hintergrund seht, was da immer mal so fröhlich aufleuchtet, das sind meine Lichter, weil
Ich weiß nicht, es ist sonst zu dunkel beim Zocken. Der Pickboard ist ein bisschen. Ja, okay. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall eine Backdoor-Möglichkeit gibt es natürlich immer. Oh je. Schaden, lol, Echo. Deswegen banne ich eigentlich neuerdings immer Echo. Warum? Weil der OP, nicht OP, aber als Starkste, mach ich mal so. Alva macht Lenke. Weiß nicht, seitdem, ich habe jetzt lange, längere Zeit zwar so, nicht LOL gespielt. Ich bin manchmal so in der Angewohnheit, anstatt Alt G, nee, Steuerung G. Also, ne? Warte mal. Das war nicht Steuerung, was war das dann? Shift G? Einfach nur G? Okay, einfach nur G. dass ich, wenn ich das drücken will, dass ich dann aus Versehen immer flashe. Das ist so, ich weiß nicht. Eine Water, alles klar. Ich füge das übrigens hier mit in die Zerstörer der Cliff-Playlist einmal mit rein. Schon wieder mit dem Bein beim Läuft. Kann nicht wahr sein, ne? Da war schon wieder mein Concentration Move. Wahrscheinlich sieht das gerade mega behindert aus, wenn ich so über den dritten Blick drüber. Weil mit LOL haben wir ja noch gar nicht mehr Facecam aufgenommen, oder? Haben wir das noch mal Facecam aufgenommen? Ja, na klar, Doombots, aber. Ich meine. Natürlich jetzt schon kaufen können, er hat sicher gekauft. Ist, ne? Ich mache das so schmerzfrei wie möglich. Boah, ich hasse es so immer. Wenn die Full AP geht, ich hoffe mal nicht, dass sie das macht. Und ein paar Resistenzen wenigstens drauf. Das ist einfach ein unerträglicher. Ja, das hat nicht schon. Links gesetzt. Weil da steht Damage. Das ist ja GG. Hat mir noch nie aufgefallen. Nice one. Da 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 da. Aber ich muss dich fertig machen. Ivan war auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt da. Wow, Kragas hat die abgekriegt. Na, ja, man wissen wir jetzt, wo Kragas ist. Ich glaube, ich würde nicht weggehen.
Mann, Echo hat die vielleicht gekriegt. Schade. Okay, doch. Oh mein Fuck hier. Der hat halt einen übelsten Push und Damage. Aber er hat noch keine Kills. Das ist für mich, finde ich, das sehr vorteilhaft. Jetzt geh ich weg. Oh, schade. Ja, wenn ich noch mit dem Sonyas rauskommt, das war bitter. Auf jeden Fall. Warn ist immer wichtig auf jeden Fall. Vor allem Botlane. Gerade Botlane, wenn du leicht gefeedet wirst oder gefeedet werden kannst, dann ist natürlich die Gankgefahr immer viel höher. Da musst du verdammt vorsichtig sein. Ja, definitiv. Das war kein Problem für ihn. Da einfach auf jeden Fall den viel krasseren Gage. Beim Wegrennen kann X natürlich nichts. X ist stark zum Poken und dann mal schnell eine Bombe drauf. Das ist natürlich. Natürlich strong as fuck. Den können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Darf nur hinten dezent auf die Fresse gehen. Schakaka. Er will deinen Hinterkopf. Fang ihn noch an. Jawohl, nice. Immer schön weghalten. Jawohl. Sorry, aber den nehme ich mir mal. Dann kann ich jetzt ein bisschen belohnen. So, 3-0-2, das läuft schon mal relativ gut. Ich hoffe, dass mit der Facecam funktioniert. Bin ich mal echt gespannt, was da mein Wissen über Software gereicht hat. Ich hoffe es mal, ich denke aber schon. Da könnte es sein, dass es eine GG. Ich habe geraged, weil ich Flug genommen habe. Super. Was steht an? Eine Schießerei? Ich liebe Schießerei. Gehen wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen. Oh, dort. Okay. Wir müssen auf jeden Fall vor der Sona-Ult auf jeden Fall richtig schön safe spielen. Weil die mich erwischt und Leona kann ich wahrscheinlich nicht so hart deffen, dass sie mich da rauskriegt oder rausholen kann.
Das wird jetzt nicht, dass ich muss gucken, inwiefern ich das editiere, weil ich will ja immer so LOL und sowas will ich ja ein bisschen editieren. Weiß ich nicht, ob ich es ganz wichtig so mache, weil. Ja, das ist eher. Das ist jetzt nicht eher so ein Spiel wie Dead by Daylight, wo das halt geht, wo wir viel rumschreien, weil das ist ja auch ein Spiel. Also bei LOL schreien wir natürlich schon rum, aber wenn wir natürlich eine Gruppe sind. Alleine, weiß ich nicht, ich konzentriere mich gerade halt mega, dass ich die S-Marke kriege und ich will halt auch die S-Marke kriegen, deswegen ist das vielleicht so. Wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger werde, oder bin. Tut das natürlich schrecklich leid, wenn jetzt nicht, wenn jetzt unbedingt rumgeflammt sind. Lalalala. Absolut gar kein Problem. Conny. Ja, okay, warte mal doppelt. Ich beschütze das Universum. Kugel für Kugel. Können wir uns auch, ich würde gerade sagen, First Blood Tower kriegen, aber dann hat der Mädchen abgedeckt. So. Midlane ist etwas trouble, aber das dürften sie. Oh, ich war gerade mega erschrocken. Das dürften sie. Ja, dürfen rauskommen. Haben sie alle überlegt? Ja, aber. Wort wäre vielleicht ganz geil. Nice. Ich quasi keinen Damage gemacht. Was reißen auf jeden Fall. Ich weiß, Ult geschossen, das wäre aber mega retarded gewesen. Okay, ritt mal auf jeden Fall ein. Es dürft. Naja, nee, es dürft kein S werden. Was langweilig, das Match. Es ist, es ist. Weiß nicht. Boah, direkt alles, was haben. Halt damit. GG. So, jetzt haben wir jetzt mal den Red Buff. Hat er um jetzt Klecks gerippt? Nee. Was ist das jetzt? Achso, er will ihn so machen. Alles klar. Du, du. Nee, ich natürlich gern. Für eine Seele. Was seid ihr? Besonnen oder Berserker? Nehme ich natürlich gerne. Ich sag doch, so das AP-Damage, das ist einfach. On top. Geht einfach nichts drüber. Schaden ist echt krank. Aber ich es könnte gerade so ein S werden. Gerade so oberste Grenze. Da lasse ich einfach die Audacity, die Tonspur an und dann sage ich einfach, ob ich noch ein S kriege. Weil, ach ja, klar, jetzt ist natürlich Fakt, weil ihr seht ja Facecam. Ich weiß nicht, der Chin spielt glaube ich auch, nee, er spielt nicht First Time zu verwenden. Also das halte ich schon natürlich, dass er First Time spielt, spielen soll, könnte, muss. Aber ich denke schon, dass er ihn länger spielt.
Ich empfand den Kind, ich fand Kind im Early immer richtig eklig. Sobald man mit Klings halt ein paar Kills hat, ist das wieder. Ist das wieder übel easy. Ach komm. Kabi, hab ein Auge auf den Fluss. Eindrucksvoll wie eh und je. Sei mutig wie eine Honigbiene. Ja, übel wie die Honigbiene. Einfach Bienemeier. So. Geduld, Shiro. Laut dem ersten Stern ist das eine Tugend. Ja, richtig gut gewordet, Botzeit. Also, ich mach es so schmerzfrei wie möglich. Nix gegen sie. Ehrlich? So. Ja, aber keine Schnelle, warum definitiv eigentlich kein Bot? Ja, der hat viel Damage. Ah! Jetzt wird nämlich, jetzt kommt langsam die. Jetzt kommt, das ist halt das Dumme, das, deswegen sage ich Sona stark, vor allem noch mit Team. Sona stunt und ist aber eigentlich keine Schiene mehr, also ich weiß nicht. Vor allem ich nicht, ich bin halt zu squishy dafür. Muss eben gucken, wie lange das Spiel schon geht. Wir haben 2 Minuten verplempert am Anfang, alles klar, das geht eigentlich klar. Ja, können wir vielleicht einen oder Ult abziehen. Ja. Jawohl. Jetzt haben wir mal richtig kurz geschält. Ich bin nur Botlane konzentrieren, denke ich mir. Ich werde hier kurz lang. Komm schon, gib mir den S-Rang, den möchte ich haben. Da, da, da. Das kann nicht sein. Ich bläh mir hier die Seele aus dem Leib. Da liegt der Kragas mit seinem fetten Fass. Was steht eigentlich irgendwas drauf? Nix. Gedacht vielleicht wie bei Oktoberfest so Rengar-Bräune oder sowas. Ich liebe euch beide. Aber anscheinend nicht, nein, weil der Kragas hat aufgehört zu trinken. Deswegen nimmt er jetzt andere Sachen. Sorry, es ist meine Pflicht, dich zu verbrechen. Ja, dann jetzt einfach mal undercover hier. Ja? Die Inhalt anreißen, weil das irgendwie gerade keiner checkt. Kommt doch Leona schon, finde ich super. Es war nahezu. Gerade kein Bock auf so, ne? Ah! Wie Lowlife, oder? Oh. Ah, schade. Der Wille war auf jeden Fall da. Kann man nichts sagen. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, eigentlich machen wir das ja nicht so mit der Minimap, mit der Ult, aber ich finde das da irgendwie, ich treffe damit besser, muss ich sagen. Dann haben sie surrendered. GG. So. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was ich, bekomme, ob da beende ich jetzt hier die Aufnahme. Falls ich, denke mal, schneid's mit rein, ich beende jetzt hier die Aufnahme. So, was war das nochmal? F7, so. Ich hab kein S bekommen. Och Mann, ey, ich war voll gut. Warum denn nicht?
Ach, ich muss auf jeden Fall mal den Support hören, der war auf jeden Fall richtig gut. Ivan hat ein S gegeben, statt 807 GG. Als ob das kein S ist, ich hab von für Lappiger, was hab ich denn überhaupt gekriegt? B plus am Arsch. Ja, okay. Okay. Ich hatte auf jeden Fall nach Ivan den Mann. Wie viel Farm hatte der denn? Holy fuck, war richtig gut dabei. Ich habe 18, 10.800 Farm und er hat einmal 12.400. GG, auf jeden Fall, ja. Aber das war es jetzt natürlich auch von der Aufnahme hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es mal was anderes war. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss.